Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fred und das Flaschenfahrrad. Ich glaube, das... Okay, und viel Spaß. Hier haben wir zuletzt aufgehört. Und wir schauen mal, was uns noch fehlt. Da sind wir gerade. Und ja, ich hoffe, das ist der richtige Spielstand. Ansonsten, tja, Pech gehabt. Ja. Na, Mausi, was sagst du dazu? Gefällt mir nicht. Ich zoome ein bisschen noch ein Stück ran, weil das Bild ist echt klein. Und ja. Da noch ein Stück leiser. Und ja. Ja, Mausi? Na, Mausi, was sagst du dazu? Gefällt mir nicht. Nee, gefällt ihm auch nicht. Und dazu? Na, Mausi, was sagst du dazu? Gefällt mir nicht. Es ist auch ultra lange schon her, dass ich das letzte Mal hier mit euch hier aufgenommen habe. Denn es sind Monate ins Land gezogen. Es ist ein neues Jahr. Es ist dies, es ist das. Und ich kann hier über die Ampel gehen. Grün. Lass uns rübergehen. Das darfst du. Sehr gut, Fred. Grün ist immer richtig. So. Da oben haben wir was. Oh. Hurra, mein Fahrrad. Ui, ein Vorderrad. Nicht auszudenken, was das für ein Chaos gibt, wenn du erst auf dem Fahrrad hier rumgondelst. Tja. Wer mag sich das wohl aussahnen? Zurück dazu. Gibt's hier sonst noch was? Oh! Ein Hai? Ein Hai! Okay. Okay. Sehr gut. Oder? Da gibt's auch noch was. Kuckuck, kuckuck. Ach, ich liebe Tribola dafür. Gibt's hier? Und? Gefällt ihm immer noch nicht. Gefällt mir nicht. Ja. Dann gehen wir mal nach... Oh, Schienen. Zug, Zug. Und ich muss sagen, das ist hier etwas vorteilhaft, so aufzunehmen, ohne irgendein OBS. Ohne OBS oder Fraps, weil das Bild ist doch sehr, sehr klein. Let's go. Ja, wir gehen zur Schweinchengasse. Und ja, bei solchen Spielen auf alle Fälle. Und auch der PC, wo das drauf läuft, da würde Fraps oder OBS überhaupt gar nicht drauf laufen. Sagen wir es mal so. Hey, das ist doch gefährlich. Oh, der Ball! Moment, ich hol ihn! Warte, Fred! Zwischen den Autos darfst du nicht über die Straße gehen! Zu spät! Oh,
auch so ein Pech. Fast hätte ich ihn gehabt. Tja. Wegen eines Balls rennt man doch nicht so einfach auf die Straße. Immer erst überlegen und dreimal gucken. Du hast Cleo gehört, Fred. Und da... Ist was? Oh, Maya! Ist was passiert? Zum Glück hat er einen Helm auf. Ja. Türen sind unberechenbar. So, schon jedenfalls passiert. Besser aufpassen. Pogo, die dumme Maus? Naja, egal. Holen wir doch erstmal... Oh, eine Luftpumpe. Ich wollte sagen, holen wir den Ball. Aber... Da, das Fahrrad aus der Flaschenpost. Juhu! Wir haben eine Luftpumpe. Sieht ganz so aus wie eine Luftpumpe. Wahrscheinlich purer Zufall. Zufall, Anführungszeichen. Ja. Oh, da kommt ein Auto raus. Aus dem Parkhaus. Tucker, 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 tucker. Was, wenn wir die Schweinchen anklicken? Welches Schwein hat den Ball auf die Straße geschossen? Das auch? Welches Schwein hat den Ball auf die Straße okay. geschossen? Okay, alle drei. Wo ist meine Maus? Da. Können wir nicht irgendwie den Ball holen? Oder gibt es hier sonst noch was? Da kommt das raus. Hä? Ich könnte schwören, man kann den Ball irgendwie holen. Nein, wir schauen kurz mal nicht da auf die Karte. Da, okay, das ist der Haifischbach. Wir gehen einmal nach oben, holen uns das. Das hatten wir ja schon geholt in der letzten Folge. Cleo, da! Hast du das gehört? Da ist vielleicht mein Fahrrad drin. Nein, das ist die Klingel. Blödsinn! Ein Fahrrad in so einem kleinen Karton. Nun geh doch endlich, worauf wartest du denn noch? Wer von uns beiden darf zuerst rüber? Solange du wie festgefroren auf der Straße stehst, sehe ich dir überhaupt nichts. Ach nee, da war nur Pogo drin. Hier ist die Klingel. Oder nee, doch nicht die Klingel. Ja, ist klar. Blödsinn! Das ist doch nur der Lenker! Solange du nicht alle Teile gefunden hast, ist das noch lange kein Fahrrad! Tja, Lenker ist kein Fahrrad. Gehen wir zurück. Pogo haben wir schon, das haben wir hier alles schon. Willst du zurück zum Hafen? Ja, wir gehen zurück zum Hafen und holen uns da das. Nein? Das hatten wir nämlich auch schon alles abgeklappert. Ach, diese beruhigende Musik. Aber wir holen uns erstmal den Sattel. Juhu, mein Fahrrad! Genau wie auf der Karte, ich hab's gewusst. Ja. Blindes Huhn findet mal ein Korn. Ein Sattel ist allerdings noch lange kein Fahrrad. Ich kann die Sachen schon in- und auswendig mitsprechen. Auch schön. Ja. Da haben wir den Jungen, den wir... Oh. Okay. Das wusste ich überhaupt nicht. Dass der ein Lied spielt.
Auch schön. Dann geh. Ja, geh schön da lang. Dann kommt er da wieder an. Dann gehen wir mal weiter. Möchtest du zur Kuckuckskreuzung? Zur Kuckuckskreuzung. Ja? Nein? Ich weiß nicht, ob wir da auch schon waren. Ja doch, da waren wir auch schon. Da haben wir dieses eine Spiel gespielt. Ich weiß, ich glaube, das war doch... Ist das ein Chaos? Wie soll ich hier bloß mein Fahrrad finden? Ja doch. Hab ich doch gleich gesagt. Fahrradteile liegen nicht einfach auf der Straße. Ja, komm schon. Stimmt jemand einen Scherz mit dir erlaubt? Cleo, guck mal da. Die fahren ja doppelt. Stopp! Doch nicht direkt drüber. Na komm. Überspringen kann ich das leider nicht, ne? Oh je, wäre ich doch bloß auf meiner Eisscholle geblieben. Ja, komm, runter von der Straße, Fred. Erst losrennen und dann auch noch jammern. Eine Ampel hat so einen grünen Schnabel wie du natürlich noch nie gesehen. Doch, doch, doch. Puh, das war knapp. So, da haben wir das Leo, Fahrrad. Aber gut, blöd, aber gut. Ich kann das eigentlich auch da einstellen. So. Das Spiel haben wir gespielt. So, wo waren wir noch nicht? So. Hier sind wir noch nicht lang gegangen. Huh? Wo kommt der denn her? Aber Fred, das ist doch noch lange kein Grund, auf die Straße zu rennen. Es ist ein Zebrastreifen, verdammt. Das ist richtig. Trotzdem darf man nie, nie und nochmals nie auf die Straße gehen, ohne vorher zu gucken. Was ist los? Willst du dir Wurzeln schlagen? Ja, gute Synchro. Nein. Und da fliegt der Flieger weiter. Und die Musik mache ich leiser. Ich schau mal, was so los ist, ne? Hui! Da? 1, 2, 3. Rot, gelb, grün. 1, 2, 3. Okay. Da können wir nicht reinklicken. Aber wo wir reinklicken können, da oben. Huch, da kommt die ja nochmal raus. Holper die Polter. Gulli. Schön. Wo ist meine Maus? Da. Luftpost nennt man so etwas. Aua. Wer war das? Auch schön. Haben wir da was drin? Oh, das dreht sich. Dann haben wir hier was drin. Cleo, Cleo. Drei Fahrradteile auf einen Schlag. Einen Dynamo mit Lampe und Rückstrahler in den Abfall geworfen? Oder sollte an diesem komischen Flaschenfahrrad doch etwas dran sein?
Wenn ihr das eben nicht gehört habt, auch nicht schlimm. Platz an der Eselsbrücke gehen wir hin. Ne? Und dann haben wir das auch fast durch, das Spiel. Ich mache das hier gerade im Schnelldurchlauf, weil... Darum. Bus. Mann, oh Mann, so ein Riesen... Scheiße, wo waren da nochmal die Teile? Hast du denn eine Fahrkarte? Fred? Oh. Die paar Meter hättest du dir sparen können. Wer tot gefahren? So. Oh, das war schon. Ja. Was gibt's hier zum Anklicken? Oh, Eis, 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 Eis. Lecker. Yippie. Klasse. So. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo hier die Teile waren. Oder das Teil. Ihn ansprechen? Rein. Heraus. Wieder drauf. Auch gut. Und die Maus? Da drin? Oh. Da war's drin. Die Fahne. Schön. Ja, wir werden es schon sehen irgendwie. Und noch weiter nach unten. Auf zur Spielstraße. Über die Insel. Hurra, ja, klasse. Und wir haben da eine Fahrschule. Hier kann man auf der Straße spielen. Freu dich bloß nicht so früh. In der Stadt muss man immer vorsichtig sein. Eins, zwei, drei, die Straße ist hier frei. Keine Regeln und Verbote, keine Ampeln, grüne, rote. Keine Kreuzung mit Verkehr. 4, 5, 6, das lieb ich sehr. Das ist ja doof. Ich dachte, das ist eine Spielstraße. Spielstraße, ha! Glaubst du, du bist alleine auf der Welt? Ja. Natürlich dürfen hier Autos durchfahren. Sie müssen aber sehr langsam sein. Zum Glück. Hier. Für euch, damit ihr es nochmal mitkriegt, machen wir ganz laut. Erna, du hast deinen Hut vergessen. Er hat einen Schirm. Immer lasse ich den Hut liegen. Erst der Schirm, dann der Hut. Was hat sie als nächstes liegen lassen? Erna, du musst doch bezahlen. Auch schön. Oh, wie peinlich.
Erna, du musst noch bezahlen. Noch was liegen lassen? Erna, du hast deine Handtasche vergessen. Oh Gott, da muss ich aber schleunigst zurück. Was noch? Erna! Und es geht wieder von vorne los. Auch schön. Oh je, oh je. Juhu, Leo! Das Fahrrad auf der Flasche fest. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Der Fahrradarme. Okay, uns fehlt nur noch die Klingel. Ja, mal schauen. Auf. Putzdienst. Fahrschule. Schon alle Fahrradteile gefunden? Wenn du ein Fahrrad hast, kannst du dir einen Führerschein machen. Ein Fahrradführerschein? Noch nicht alle Teile gefunden. Also. Wo können bloß die restlichen Fahrradteile sein? Tja. Gute Frage. Wo können die restlichen Fahrradteile bloß sein? Wir brauchen nur noch schnell die Klingel und dann können wir Fahrrad fahren. Ich weiß nicht, ob ich dazu Maus und die Tastatur brauche. Es gibt nur noch eine Sache, wo es sein könnte. Wo ist meine Maus? Da. Hey, da steht ja einer mitten auf der Straße. Ja, und das darf er auch. Ehrlich, ich muss ihn warnen. Halt, stopp! Er hört mir doch erst mal. Zu spät. Man darf doch nicht einfach so auf der Straße stehen. Krachbumm. Was hast du denn hier zu suchen? Ich suche mein Fahrrad. Und du? Ich suche gar nichts. Ich regle den Verkehr. Und nun mach mal, dass du von der Kreuzung runterkommst. Aber schön vorsichtig. Komm schon, Fred! Du hältst ja den ganzen Verkehr auf! So was! Da will ich jemandem helfen und dann ist das auch nicht richtig! Mit der kann man was erleben! Aber ich hab doch recht! Niemand darf einfach so auf der Straße rumstehen! Niemand. Polizist. Und der steht hier, weil die Ampeln kaputt sind. Und jetzt regelt er den Verkehr. Aber wo sieht man heute noch Polizisten, wenn eine Ampel ausgefallen ist, auf einer Kreuzung oder sonst wo? Wo sieht man wirklich einen Polizisten, wenn dieser irgendwie den Verkehr regeln muss, weil Kreuzungen ausgefallen sind. Nirgends mehr. Oder seht ihr da draußen irgendwo einen? Oder habt ihr in der letzten Zeit irgendwo einen gesehen, der es gemacht hat? Ich glaube nicht. Und hier haben wir die Klingel. Und damit haben wir das Fahrrad vollständig. Die Klingel. Allerdings kann man damit noch lange nicht fahren. Du musst das Fahrrad erstmal richtig zusammenbauen. Lasst uns basteln. Auch ein Fahrrad hat seine Regeln. Auf einem Lenker kann man nicht sitzen. Und mit einem Sattel kann man nicht lenken. Probier's doch mal.
Jedes Fahrradteil kannst du anklicken und an die richtige Stelle schieben. Bin gespannt, ob du das schaffst. Ich weiß noch das mit der Luftpumpe. Ich fange lieber erstmal. Wenn ein Reifen keine Luft hat, hilft hier die Luftpumpe. Ja. Bravo! Ich weiß noch, dass das damals der schwerste Teil war mit der Luftpumpe. Und diesen kleinen Teilen, die man nicht dran bekommen hat irgendwie. Mit dem Dynamo? Bringst du deine Lampe zum Leuchten? Sehr gut. Ja. Mit der Klingel machst du den Verkehr auf dich aufmerksam. Schön. Super. Mit dieser Lampe. Vor der Lampe. Dunkeln sehen. Fantastisch. Vorderrad. Dies ist das Vorderrad. Dann das Rückgrat. Dein Fahrrad hat. Brecht hier nicht das Rückgrat, ne? Das ist das Hinterrad. Sehr gut. So. Dann haben wir hier den Rahmen. Hält ein paares Fahrrad zusammen. Super. Dann haben wir die Fahne. Mit dieser Fahne wird ein Fahrrad besser gesehen. Fantastisch. Welches Fahrrad hat bitte noch eine Fahne? Mit dem Lenker bestimmst du, wohin du fährst. So. Und nur noch der Sattel. Auf dem Sattel kannst du sitzen. Sehr gut. Fahrrad vollständig. Oder? Ach nee, doch nicht. Ein Teil fehlt noch. Diese Lampe sorgt dafür, dass dich auch andere im Dunkeln sehen. Wenn es so einfach gehen würde. Und willkommen zur Fahrprüfung. Jetzt versuch mal dein Fahrrad. Ach ja, das war Klick. Oh Gott. Wenn du das schaffst, kriegst du auch einen Führerschein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich jetzt losfahren? Auf diesem Übungsplatz kannst du fahren. Das war sowas von bescheuert, dieser Teil. Damals musste man punktgenau irgendwas machen. Was ist los? Wie lange soll ich hier noch warten? Ja, das ihn anklicken. Mit der Maus rotiert man ihn. Und dann geht's rotter, rotter, rotter. Oh Gott, das ist heute noch. Hurra, ich fahre! Ist heute noch eine. Gewöhnungsbedürftig und sehr. Na Gott. Bescheiden zu steuern. Man darf nicht von der Strecke abkommen und nichts. Ja. Nicht irgendwo gegenstoßen. Bravo! Weiter so! Ja. Bald bist du am Ziel. Schön und gut. Ich hab. Aua. Okay, ich versuch's nochmal. Man kann froh sein, dass ich den leichten Weg genommen habe und nicht den schweren. Beziehungsweise das Schwere ist dieser Dings. Super. Weil da kommt man nicht so weg damit. So. Und da haben wir gleich das Ziel. Fantastisch. Gleich hast du es geschafft. Und wir haben unseren Führerschein. Hey, ich bin durchs Ziel. Bup. Hurra, ich hab's geschafft. Her mit dem Führerschein. Moment, Moment. Was denn noch? Ich bin in Arbeit. Wenn du willst, kannst du hier deinen Namen hineinschreiben. Möchtest du dir deinen Spezialführerschein ausdrucken? Willst du noch einmal den Übungsweg fahren? Ja, nein. Ja, nein. Nein.
Nein, das brauchen wir nicht. Aber schön, dass man sich's ausdrucken konnte. Ja. Gratuliere, du hast bestanden. Juhu, mein erster Führerschein. Den Fahrradhelm schenke ich dir. Und immer dran denken, nur mit dem Helm Fahrrad fahren. Oh, danke, das ist toll. Dann kriege ich auch keine Beulen. Ja. Na, Cleo, da staunst du, was? Cleo? Cleo! Cleo? Wo bist du? Cleo? Ob sie sich versteckt hat? Wo kann sie nur sein? Na, ich werde sie schon finden. Weit kann sie ja nicht sein. Da haben wir eine Feder von Cleo. Eindeutig eine Möwenfeder. Das heißt, Cleo kann nicht weit sein. Ja, das war's jetzt eigentlich. Was hat sich für das Game? Wir gehen kurz zum Hafen. Es hat sich... Und da ist Cleo. Ah, endlich habe ich dich gefunden. Hi, warte! Du kannst hier nicht rüber. Polizei! Mist! Ausgerechnet jetzt, wo Cleo zuguckt, muss mir das passieren. Ja, wen haben wir denn da? Du wolltest doch nicht etwa an einer so unübersichtlichen Stelle die Straße überqueren. Ja, ja, ich weiß. Aber hier kann man doch gar nicht sicher über die Straße gehen. Du hast recht. Dir fehlt in der Tat etwas. Moment! Blub. Und da haben wir einen Zebrastreifen. Prima, so geht's. Und gehen wir mal rüber, ne? Also das nenne ich Service. Der Zebrastreifen war hier schon lange fällig. Ich kenne auch ein paar Stellen bei uns. Ich hab die Zeit gesteckt. Hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Na, hör mal. Immerhin musste ich durch die ganze Stadt. Sieht so aus, als wenn du es tatsächlich geschafft hättest. Gratuliere. Also ich sag dir, das war wirklich nicht leicht. Wenn ich das zu Hause erzähle, oh, die werden vielleicht staunen. Bestimmt. Dass du mit einem Fahrrad zurückkommst, hätte selbst ich nicht gedacht. Na, gute Reise und Grüße an die Verwandtschaft. Was ist los, Cleo? Bist du etwa traurig? Nein, nein. Fahr nur. Doch, doch, ist sie. Könnten wir nicht zusammen zum Südpol fahren? Und ich erkläre dir dann die Verkehrsregeln in den Eisbergen. Vielleicht finden wir ja noch ein Flaschenfahrrad. Dann hättest du auch eins. Gute Idee. Ich komme mit. Und ja, das war's jetzt eigentlich mit dieser kleinen Let's Play von einem Spiel aus meiner Kindheit, was ich damals geliebt habe und was heute noch super ist. Einfach für kleine Kinder. Warte, ich mache das mal kurz leiser. Ja, es ist halt ein super Spiel für die Kids. Und ja, jetzt kann man hier noch ein bisschen die Stadt erkunden. Denn es hat sich etwas überall ein klein wenig geändert. Zum Beispiel hier, der wollte hier Möhren holen. Hast du auch an die Möhren gedacht?
habe ich gerade vergessen. Ei, ei, Captain, bin schon wieder unterwegs. Ja. Der hat die Möhren einfach vergessen. Und so weiter. Also so kleine nette Veränderungen gibt's überall. Und ja, das war's jetzt mit diesem kleinen Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich nicht so viel geredet habe. Dies, das, jenes. Und ja, ich werde jetzt, da das dieses Video hier schon knapp 40 Minuten geht, in der nächsten Zeit nicht so viel hochladen, also nicht so regelmäßig, weil ich nicht auch so viel Zeit habe. Also wenn was kommt, dann kommt was, wenn nicht, dann nicht. Und ja, ich werde auf jeden Fall ab und an immer wieder solche kleinen Sachen machen, wenn ich Lust drauf habe. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Möchtest du wirklich mit dem Spiel aufhören? Ja. Ja. Möchte ich. Nein. Ja. Wir sehen uns. Tschüss. Jacqueline Weiss, Autorin. Illustration, Theo Krepp. Projektleitung, Stefan Korloff und Jutta Blunk. Art Direction, Barbara Landbeck. Animation, André Jamak, Silke Wellein, Marie Seller Marcus, Kai Pahl, Ralf Lange, Oliver Kasper und Don R. Karl. Programmierung. Dirk Seefeld hat das Ganze programmiert. Regie, Sprachaufnahmen, Oliver Tigrig. Aus dem Tonstudio Hastings Music Hamburg GmbH. Die Musik stammt von Harry Gutwoski at Harry Niva. Die Geräusche stammen von Harry Schmidt und Jens Busch. Designbooklet und Verpackung Christine Lüttke. Die Tester waren Stefan Kolloff und Thomas Büttner. Fred hat gesprochen, Thea Frank. Cleo hat gesprochen, Hilde Krekel. Sprecher Rolf Becker. Verschiedene Stimmen, Dominik Andraru, Achim Gunske, Kerstin Hasdorf und weitere. Made with so und so. Ja, das war's. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen, gehabt euch wohl. Und ja, kommt gut durch den Tag, Abend, je nachdem. Auf Wiedersehen.